Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess HD im Mega-Ultra-Hardcore-Helden-Modus. Im letzten Part haben wir hier im Seeschrein das Dungeon-Item bekommen, nämlich den Greifhaken, den wir jetzt dann auch gleich mal richtig cool einsetzen können. So, und zwar, wir müssen den Greifhaken natürlich auch wieder einsetzen, um hier rauszukommen überhaupt aus dem Raum. Und zwar kann ich nämlich jetzt diesen Schalter hier aktivieren, denn das ist ein Schalter tatsächlich, also so eine Art zumindest. Denn ich kann diese Markierung da so rausbewegen und kann dann eben das Tor da öffnen oder so. Ich möchte trotzdem mich noch kurz hier weiter umgucken, weil es gibt noch weitere kleine Löcher hier, wo wir noch weitere Sachen finden können, glaube ich. Genau, hier kann ich mich auch noch hochziehen. Also immer an diesen Markierungen kann ich mich eben festhalten mit dem Greifhaken. So, hier sind zwar nur Krüge, aber will ich trotzdem mitnehmen. Hier ist noch ein 10er und ein 5er. Warum denn nicht? Wir haben ja auch gerade noch nicht das Maximum erreicht. Das Maximum sind ja 1000 momentan mit unserer momentanen Geldbörse. Und wir haben erst 881, also wir haben auf jeden Fall noch Platz für ein paar weitere Rubine. Deswegen will ich die auf jeden Fall schon ganz gerne mitnehmen. So, was haben wir hier? Nochmal ein 10er. Und nochmal ein 10er. Und nochmal ein 5er. Ja, das war auf jeden Fall, war es auf jeden Fall wert, würde ich mal sagen. Einfach verdiente Rubine hier. Und komme ich eigentlich hier nach oben jetzt? Ja, okay, ich muss mich hier wieder dran festziehen. Und übrigens, das hier ist ja nicht der Enterhaken, den wir jetzt hier bekommen haben, sondern der Greifhaken. Da gibt es ja einen großen Unterschied zwischen den beiden. Das ist nämlich schon was anderes. Also es ist dasselbe Prinzip, dass man sich irgendwie an ferne Orte ranziehen kann. Aber die haben ein bisschen verschiedene Fähigkeiten und Eigenschaften. Aber ich finde sogar den Greifhaken eigentlich ein bisschen cooler, wegen einer Sache, die er vor allem hier in Twilight Princess kann. Also die kann er sogar in Skyward Sword zum Beispiel, gab es ja auch den Greifhaken. Aber ich glaube, in Skyward Sword konnte er sogar das nicht mal, was wir hier machen können. Auf jeden Fall gegen diese Gegner können wir jetzt auch sehr einfach vorgehen, weil wir können ihnen nämlich hier ihre Rüstung abziehen. Und ja, da kommt ein anderer auch noch. Und damit sind sie jetzt jederzeit verletzlich, auch von hinten. Ja, von hinten waren sie eh schon verletzlich, aber auch von vorne eben. Und damit können wir jetzt sehr einfach gegen sie vorgehen. Das sollte jetzt kein Problem mehr sein. Aber selbst wenn wir ihnen ihre Rüstung abgezogen haben, sie können uns trotzdem noch angreifen und noch trotzdem uns Schaden machen. Deswegen aufpassen müssen wir schon trotzdem noch ein bisschen auf die. Aber wir haben auf jeden Fall jetzt eine gute Möglichkeit, um gegen sie vorgehen zu können. So. Genau, jetzt will ich kurz gucken. Kann ich jetzt eigentlich mit dem Greifhaken schon hier hinten was machen? Nee, ich glaube nicht. Ne? Ich glaube, da brauche ich wirklich erst die Brücke hier. Das geht erst momentan noch nicht. Okay, jetzt muss ich nur... Ja, das war jetzt unklug. Obwohl, ich will ja... Aber jetzt muss ich überlegen, wo will ich jetzt eigentlich hin? Wenn es die linke Seite haben wir jetzt eigentlich... ganz gut erkundet. Aber... Oder warte mal, jetzt muss ich kurz überlegen. Aber auch noch nicht vollständig. Ja, stimmt, ich will auf der linken Seite noch ein bisschen... Aber komme ich eigentlich von hier aus da nach oben? Ich glaube, das schaffe ich doch. Hier ist doch, glaube ich, irgendwo... Oder? Nee, doch nicht. Ich dachte, ich würde hier irgendwie... Irgendwo nach oben kommen. Ich kann jetzt zum Beispiel übrigens hier ranziehen. Ja, nee, das wollte ich nicht. Aber zum Beispiel hier ranziehen und kann da jetzt zu weiteren Krügen noch kommen. Da will ich gar nicht unbedingt. Ich dachte, ich würde hier irgendwo nach oben kommen. Das wäre nämlich eigentlich cool, weil ich da jetzt nicht außenrum nochmal gehen müsste. Aber muss ich wohl leider. Naja, egal. Okay. Auf jeden Fall, dann gehe ich jetzt mal den Weg zurück, den wir auch gehen sollen. Nämlich, nee, das ist nicht der richtige Weg, sondern... ganz da hinten, glaube ich. Oder wo will ich jetzt eigentlich nochmal hin? Ich bin jetzt gerade wieder verwirrt. Also wie gesagt, der Dungeon ist halt echt groß und hat viele Wege. Deswegen hier immer den richtigen zu finden, ist oftmals nicht so einfach. Auf jeden Fall, der Unterschied zwischen... Link. Okay, also ich halte gerade nach rechts gedrückt. Ich will eigentlich da rechts rüber klettern. Aber Link macht komische Sachen. Kann ich nah ranzoomen? Wow. Wow, das sieht ja überhaupt nicht glitchy oder sowas aus. Ja, ich sollte, glaube ich, wegnehmen, weil mich sonst der Typ trifft. Ja. Das ist sehr interessant. Also die haben zwar hier in Twilight Princess einige Bugs behoben, aber wir haben jetzt trotzdem schon einige so kleinere Glitches hier. Ist der Typ jetzt sogar hochgekommen hier? Nein. Wir haben jetzt trotzdem schon so einige kleinere Glitches und sowas hier gesehen in diesem Spiel. Also da gibt es schon immer noch einige. Was ich jetzt auch auf jeden Fall da gerade sehr witzig fand. Naja. Auf jeden Fall. Zum Beispiel mit dem Enterhaken. Also der Enterhaken hat ja im Gegensatz zum Greifhaken halt nicht vorne so solche clownartigen Dinger, sondern einfach so eine Spitze vorne. Und deswegen, der Enterhaken kann auch einigen Gegnern auch Schaden machen, was der Greifhaken nicht kann. Also ich glaube, der Greifhaken kann nicht mal Fledermäusen Schaden machen. Ich glaube, die kann er sogar auch nur betäuben. Also mit dem Greifhaken kann ich schon einige Gegner betäuben, aber halt Schaden machen kann ich, glaube ich, wirklich gar keinen Gegner. Ich werde es dann mal bei Fledermäusen irgendwann mal austesten vielleicht. Und wie gesagt, gegen die können wir jetzt auf jeden Fall sehr einfach vorgehen. Und noch ein weiterer Vorteil vom Enterhaken ist, dass wir uns mit dem auch zum Beispiel... Was? Jetzt habe ich gegen seine Rüstung geschlagen, wurde zurückgedrängt und wurde dann von ihm getroffen. Natürlich, das war jetzt auch wieder so klar, dass so ein Blödsinn passieren würde. Mit dem Enterhaken kann man sich auf jeden Fall auch an Truhen zum Beispiel ranziehen, was der Greifhaken nicht kann. Dafür kann man mit dem Greifhaken andere coole Sachen machen, die ich euch dann noch genauer zeigen werde. Hier zum Beispiel an so ein Gewächs, da können sich beide ranziehen. Oder können sich da überhaupt... Warte mal, kann sich der Enterhaken überhaupt an sowas ranziehen? Ne, kann er glaube ich gar nicht, oder? Oder kann er das? Bin ich mir jetzt gar nicht mal sicher. Vielleicht auch doch, keine Ahnung. Damit können wir jetzt auf jeden Fall hier übrigens leichter rüber. Na toll.
Aber damit können wir jetzt auf jeden Fall dann leicht drüber, wenn ich will. genau. Ich will aber jetzt erstmal, jetzt muss ich kurz überlegen, wo ich jetzt hin will. Also wir haben jetzt den Greifhaken. Also wir haben jetzt sogar zwei verschiedene Wege, die ich gehen kann quasi. Also ich will einerseits jetzt eigentlich erstmal etwas Wichtiges machen. Und zwar ich will übrigens erstmal wieder auch Bombenpfeile haben. Ich habe zwar gerade nur noch zwei leider, weil ich halt all meine Pfeile verschossen habe. Ich werde die jetzt nicht einsetzen gegen die Typen hier. Aber ich will auf jeden Fall wieder... Das war überhaupt nicht knapp zum Glück. Ich will auf jeden Fall trotzdem wieder Bombenpfeile griffbereit haben. So, ich will nämlich jetzt erstmal diesen Schalter hier aktivieren. Auch wieder mit dem Greifhaken geht es eben. So. Und damit die Treppe jetzt zu uns herbringen. Und das ist jetzt sehr wichtig. Denn hier fließt ja immer noch das Wasser raus. Das ist erst da nach unten geflossen. Und hat eben dadurch den Wasserstand da unten erhöht. Aber ich kann jetzt eben auch die Treppe so ausrichten, dass das Wasser jetzt hier entlang fließen wird. Und damit jetzt auf die andere Seite zum östlichen Raum fließen wird. Und das ist auch total cool gemacht, dass man jetzt hier da auch etwas anstellen kann. Und übrigens, ich will mich jetzt mal ganz kurz, wenn ich schon hier bin. Das war jetzt übrigens dumm. Ich wollte erst noch was anderes machen. Ich komme jetzt nämlich natürlich nicht mehr nach oben. Das war jetzt sehr blöd. Ich wollte eigentlich noch was anderes machen, um mich zu heilen. Das wäre nämlich eigentlich ganz cool, wenn ich mir jetzt hier noch schnell heilen könnte. Aber das Problem ist, dass ich jetzt die Treppe nicht mehr nach oben komme. Ich müsste jetzt nochmal kurz ändern, die Ausrichtung. Ach man, ey. Ich habe schon wieder alles verschissen. Es tut mir leid, weil ich will trotzdem noch kurz etwas anderes machen. Das habe ich jetzt leider vergessen. Ich will nur kurz was anderes machen, denn wir können hier in diesem Raum, da bin ich mir ziemlich sicher, ein Herzteil bekommen. Und da wir gerade eh nur zwei Herzen haben, möchte ich mir ganz gerne heilen. Das würde sich eigentlich ganz gut anbieten. Und zwar ist es auf dem Kronleuchter da oben drauf. Das haben wir auch schon gesehen, dass da eine Truhe ist. Und da kommen wir jetzt hin mit dem Greifhaken. Und ich bin mir relativ sicher, dass wir hier ein Herzteil finden können. Das erste. Yay, das erste für den Dungeon, und wir hatten ja sogar einen weiteren Herzcontainer. Also haben wir jetzt sogar 8 Herzen. Und die sind auch voll gefüllt. Yay, sehr schön. Bisher noch gar keine Fehlverbrauch hier in dem Dungeon. Ist eigentlich ganz gut, oder? Ich finde schon. So. Ja, Link, das war auch klug. Das war im Original auch schon so. Also solange unter Link irgendwie Wasser ist, was ja hier der Fall ist, weil da ganz unten ist ja Wasser, dann sieht er die Treppe quasi nicht und haut sich dann da seinen Kopf an. Auch sehr cool. Genau, und hier kann ich jetzt zum Beispiel hier so wieder schnell zurück und hier jetzt halt kurz ein bisschen abkürzen mit dem Greifhaken und muss nicht mehr außen rum gehen. Genau, ich will jetzt aber auf jeden Fall wieder das Wasser schon hier so ausrichten, dass es eben wieder da jetzt in den östlichen Raum reinfließt. Denn dadurch können wir jetzt dann da eben wieder dann gleich neue Sachen anstellen, was eben davor dann noch nicht der Fall war. Und das ist eben das, was ich meine, dass das Ganze ein bisschen symmetrisch aufgebaut ist. Denn dadurch läuft jetzt eben hier dieses Wasserrad und damit können wir jetzt eben hier auch auf die östliche Seite gehen und da etwas anstellen. Und auch hier im Osten können wir dann auch wiederum... da müssen wir am Ende auch wieder so eine Spirale nach oben gehen, was dann auch wieder am Ende eine Rutsche sein wird. Da können wir auch wieder... Wasser aktivieren, das dann auch wieder zurück in den Hauptraum fließt und damit können wir dann da nochmal weitermachen. Das ist so cool gemacht einfach nur, ich liebe das Prinzip ja wirklich in diesem Dungeon, das ist sowas von cool einfach nur. Sondern jetzt endlich auch mal, wie gesagt, die östliche Seite hier. Ich habe mit Fledermäuse sehr gut. Wir sehen mal an, eine. Kommt eine her? Nein, natürlich nicht. Da war doch gerade eine irgendwo, oder? Da ist eine. Aber ich will ganz gerne eine anvisieren, weil ich dann mehr Chancen habe, die auch zu treffen. Aber jetzt sind alle zu weit weg. Ich will doch noch mal testen. Jetzt komm schon. Dich? Nee. Och Mann, ich hasse euch. Ich will doch noch was testen. Da kommt eine. Okay, da ist eine jetzt. So, zack. Ah, nee. Okay, ich kann sie sogar töten. Alles klar. Also ganz, ganz kleine Gegner wie Fledermäuse kann man sogar töten mit dem Greifhaken. Aber die meisten kann man nicht töten. Okay. So, auf jeden Fall. Wir hängen jetzt hier fest und können nicht wirklich was machen. Da ist mal eine Truhe. Da kommen wir aber, glaube ich, nicht wirklich hin. Doch kommen wir schon. So nämlich, genau. Das ist nämlich auch so cool, das ist jetzt nämlich ein Vorteil vom Greifhaken, dass man, wenn man sich irgendwo festgezogen hat, dann da eben noch festhängen kann, das kann der Enterhaken nämlich nicht, und sich dann sogar noch hier herablassen kann. Das finde ich ziemlich cool. Aber ich glaube, das ging in Skyward Sword doch nicht, oder? In Skyward Sword konnte sich doch Link niemals so herablassen, wie wir jetzt gerade es gemacht haben, oder? Oder täusche ich mich? Vielleicht auch schon, ich habe keine Ahnung. Aber ich meine nicht, dass es ging. Nee, geh weg. Lass mich in Ruhe. So. Ich will jetzt auf jeden Fall hier weiter heranziehen, genau. So. Yay. Und dann erstmal hier zwischenlanden. Und dann von hier aus mich wieder irgendwo anders hinziehen. Nämlich hier nach oben, genau. Da drauf zu kommen ist auch gar nicht so einfach, weil man das nicht so einfach sehen kann. Dass man sich hier überhaupt festhalten kann und dass man halt hier nach oben sich ziehen muss. So. Okay, passt. Und dann erstmal, komme ich da rüber? Ja. Will ich das mal? Da ist eine Truhe. Übrigens, ich will mal kurz Greifhaken und Bombe wechseln, weil ich auf X den Greifhaken lieber habe. Ich könnte auch zu der Truhe da hingehen. Was ist jetzt klüger? Ich meine, da bin ich dann ein bisschen eingesperrt. Aber ich komme da wieder... Nee, passt alles, genau. Ich komme da wieder zurück. Ich will erstmal wieder die Truhe holen. Das ist, glaube ich, klüger. So. Hui. Denn hier in der Truhe können wir Folgendes finden. 20 Rubine. Yay, das hat sich doch voll gelohnt. Vielleicht, naja. So, ich komme jetzt wieder zurück hier. Und zu den Wasserrädern da oder zu diesen... Dingern halt, ich nenne jetzt mal Wasserräder. Komme ich noch nicht hin, aber das ist okay. Ich bin erstmal eh darüber. Nein, nach links, Link. So.
Und jetzt hier entlang. Und dann ist da eben eine weitere Tür, wo wir gleich reingehen werden. Und ihr merkt eben auch schon, dass eben das, was ich meine mit dem symmetrischen Aufbau. Pass auf, Link. Mit dem symmetrischen Aufbau, dass wir jetzt hier auch einen sehr ähnlich aussehenden Raum haben wie auf der anderen Seite. Dass hier eben auch solche Wasserräder sind mit irgendwelchen Plattformen unten dran. Und dass es hier auch außenrum so einen Gang gibt, so einen ringförmigen Gang, wo wir jetzt hier auch entlang gehen können. Und dann halt von da aus immer wieder die Mitte dann eben betreten können von verschiedenen, durch verschiedene Türen eben. Und das finde ich halt eben so cool, weil wie gesagt, ich mag symmetrische Dungeons. Ich mag auch sowieso, also... Auch wenn ich in Super Mario Maker zum Beispiel oder so, mag ich auch symmetrische Level oder Sachen, die symmetrisch sind, keine Ahnung. Zum Beispiel, deswegen, also einer meiner anderen Lieblingsdungeons, also zum Beispiel mein Lieblingsdungeon aus Ocarina of Time, das dürfte der Walddungeon sein. Und, oder der Waldtempel halt, und der ist ja auch symmetrisch aufgebaut ein bisschen. Oder zum Beispiel hier der Wassertempel aus Majora's Mask, der ist ja auch so ein bisschen symmetrisch aufgebaut, so ein bisschen zumindest. Und sowas finde ich eigentlich immer ganz cool. Auf jeden Fall, ich will es hier mit diesem Stalaktiten hier, glaube ich, da nach oben. Wenn ich denn, ich darf nicht drauf, okay. Kann ich hier, hier kann ich keinen drauf fallen lassen, oder? Nee, kann ich nicht. Nur hier, auf den hier. So, nach oben. Und dann gleich da auf die andere Seite. So, ja. Ich glaube, hier ist auch wieder irgendwo... Ja, nicht genau drauf landen, Link, pass auf. Ja, scheiße. Das war jetzt sehr blöd. Jetzt habe ich auch 2 Schaden genommen. Also ihr seht, die Bombenpfeile sind zwar cool, aber sind auch riskant. Weil ich stand jetzt zu nah an dem Gegner dran und deswegen wurde ich jetzt selber auch getroffen. Genau, und hier ist eine Abkürzung, die ich aktivieren kann. So, sehr schön. Ich will aber erstmal hier nach oben. Komme ich da nach oben? Ja, komme ich. Sehr schön. Den jetzt sind wir dann gleich wieder in einem sehr ähnlich aussehenden Raum wie eben auch auf der westlichen Seite. Der sieht quasi fast genauso aus wie der andere eben schon. So, bam. Also übrigens kann ich mal kurz zeigen. Man kann die Frösche jetzt auch anders besiegen. Ich kann ihn nämlich auch aus ihrer Blase... Ich stirb halt mal. Aus ihrer Blase rausholen. Die können mich auch übrigens schon angreifen normalerweise. Also normalerweise können die halt auf mich draufspringen, aber macht er gerade nicht. Na gut, finde ich auch okay. Ich kann auf jeden Fall auch rausholen aus seiner Blase und dann halt hier verprügeln. Das klappt auch. Also ich habe da 2 verschiedene Möglichkeiten, wie ich ihn töten kann. Gut. So, genau, dann jetzt hier, hier ist zwar der Weg immer versperrt, aber ist kein Problem, denn wir haben den Enterhaken und Greifhaken, meine ich, und kommen hier rüber. So, genau. So, und hier in dem Wasser, nein, das wollte ich nicht, Hilfe, raus hier, raus hier. Hier sind jetzt aber böse Fische, das weiß ich, definitiv, die mich auffressen wollen, genau, ich sehe die da schon. Und das ist sogar auch ganz cool, was man hier anstellen kann, das werde ich dann gleich mal noch zeigen. Aber erstmal will ich jetzt, glaube ich, auch hier den Weg nach oben. Ist da wieder ein Stalaktit? Nein. Ist da überhaupt auf der linken Seite irgendwas? Ja, kann ich mal gleich noch erkunden. Ich will jetzt erstmal die Treppe hier nach oben laufen. So. Und da oben wird eben wieder genau dasselbe sein, wie auch schon auf der... ja, aufpassen. Wie auch schon auf der anderen Seite. Da ist nämlich auch wieder dann ein Schalter, den ich aktivieren kann. Stimmt mal. Bam. Ein Schalter, den ich aktivieren kann, um dann eben wieder hier Wasser fließen zu lassen. Und bei diesem Wasser... Fahre ich da eigentlich runter, wenn ich jetzt genau in die Fontäne reinfliege? Keine Ahnung. Und bei diesem Wasser, das ich jetzt hier dann gleich aktivieren kann, muss ich genauso wie auch schon auf der anderen Seite eben schaffen, dass das Wasser auch zurück zum Hauptraum kommt. Und, oder was ist zurück? Halt eben zum Hauptraum kommt, dass ich es dahin fließen lasse. Und damit kann ich dann eben den Wasserstand in der Mitte des Hauptraumes nochmal etwas erhöhen. Und kann dann damit eben da nochmal dann zu neuen Orten kommen. Das sollen wir, müssen wir auf jeden Fall auch schaffen. Also ich meine, an sich ist es zwar schon etwas Bekanntes, was man hier machen muss in diesem Dungeon aus anderen Zelda-Spielen, aus anderen Wasser-Dungeons. Man muss halt irgendwie dem Wasser folgen, das kennt man, oder auch den Wasserstand ändern. Das ist ja in jedem zweiten Zelda-Wasser-Dungeon, oder nicht nur in jedem, sogar in mehr. Als 50% der Zelda-Wasser-Dungeons muss man irgendwas mit dem Wasserstand machen, oder? Ich glaube sogar schon, ehrlich gesagt, weil das ist wirklich immer so, so ziemlich. Und hier ist es auch nicht anders und halt das Wasser verfolgen ist auch nicht nichts Ungewöhnliches. Deswegen, das kennt man schon alles, aber wie das hier alles gemacht wurde, finde ich halt einfach recht cool, muss ich sagen. So, ich will mir erstmal, glaube ich, die Truhe holen. Zur Truhe komme ich nämlich, ja, so nicht, sondern so komme ich da hin. Und genauso komme ich auch zur anderen Truhe, denn eben in diesem anderen Raum auf der anderen Seite, da stand ja hier oben auch eine Truhe, da kamen wir aber damals noch nicht ran, weil wir damals den Greifhaken noch nicht hatten. Da kommen wir jetzt aber schon hin, deswegen ist auch eine, die wir nachholen müssen. Aber hier finden wir erstmal den Kompass und in dieser anderen Truhe ist, war da das andere Herzteil drin? Ich glaube schon. Müsste normalerweise so sein. Oder vielleicht waren da auch eine Rubine drin. Und dann hier ein Stempel. Das kann sogar auch sein. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall Kompass. Wir können mal kurz gucken, was uns noch alles für Truhen fehlen. Und zwar, genau, da ganz links fehlt uns eben noch eine. Hier nichts mehr. Da fehlen uns noch 2. Nee. Oder was sind es? 3 sogar? Es sind sogar 3, die uns hier noch fehlen. In diesem einen Raum da, genau. Und dann da fehlt auch noch eine. Da fehlen sogar noch 2. Also ihr seht, wir haben auf jeden Fall noch einige Truhen hier vor uns, denn... Also wir müssen schon noch einiges hier machen in den Dungeon. So, also er wirkt zwar schon relativ fertig, aber ist er noch nicht. Wir haben schon noch einiges zu tun. So, jetzt erstmal dann eben noch dich aktivieren. Hui. Und wieder mal ein bisschen rutschen.
Aber das Rutschen ist jetzt hier ein bisschen riskanter, weil wir haben schon gesehen, dass einige Löcher da in der Rutsche sind. Aber ich rutsche trotzdem einfach mal nach unten, wird schon irgendwie passen. Auch wenn ich jetzt dann gleich... Ja, das war knapp. Auch wenn ich dann gleich wahrscheinlich aufgefressen werde von den Piranhas. Wenn ich da jetzt gleich rein... Oder von den Knochenfischen, wie auch immer. Ich muss aufpassen, weil die können mir wirklich schnell Schaden machen. Okay. Auf jeden Fall, das sind einige von den Viechern, die wir sehen können. Und das will ich jetzt sogar mal kurz zeigen. Das ist nämlich echt witzig. Denn man kann nämlich sogar... Wartet mal. Wo ist es denn da? Man kann nämlich sogar hier angeln tatsächlich und sich einige von den Piranhas hier angeln, was ich auch total witzig finde. Also die kommen zwar, glaube ich, nicht in unser Fangbuch, wenn ich alles täusche, aber man kann die trotzdem fangen. Und das will ich mal... Ach scheiße, das will ich mal kurz machen. Weil ich das auch halt auch ganz witzig finde, auch wenn die einem nichts bringen. Aber trotzdem, die sehen übrigens total... Ach scheiße. Die sehen übrigens total eklig aus, auch schon, wenn die so an die Angel rankommen. Aber ich schaff's gerade irgendwie nicht, die zu erwischen. Ich habe nur ganz, ganz kurz immer Zeit. Okay, jetzt aber sehr schön. Und... Yay! Ein Knochenfisch. Für diesen Fisch besteht ein Fangverbot. Deshalb erhält er keinen Eintrag im Fangbuch. Genau. Lass ihn mit Hilfe von A ganz einfach wieder frei. Aber ich hätte da jetzt sogar noch töten können an Land, während er wieder ins Wasser gezappelt ist. Also sehr witzig auf jeden Fall das Ganze. Hier sind noch Krüge mit ein paar weiteren Rubinen und da sind noch Kisten sogar. Was können wir hier noch finden? Das sind übrigens komische Kisten, weil die sind... Also die sind so... Ist da noch irgendwas Besonderes drin? Waren die im Original auch schon hier? Das war jetzt, irgendwie waren die jetzt komisch, weil ich habe auch irgendwie, also irgendwie, während ich die zerschlagen habe, hat es auch irgendwie so ganz kurz geleckt, oder hatte ich nur das Gefühl, keine Ahnung. Das sah irgendwie seltsam aus, finde ich. Und vor allem auch, dass die breiter waren, aber dafür nicht so hoch. Das war auch komisch. Naja, egal. Auf jeden Fall, dich will ich auch noch aktivieren. Nein, ich will nicht anvisieren, ich will dich aktivieren. Um wieder hier das Tor zu öffnen, dass wieder das Wasser hier weiterfließen kann. So. Und wie gesagt, aufpassen auf die Knochenfische, die wollen mich nämlich wirklich... Bei lebendigem Leibe auffressen. Das sind sogar noch normale Fische drin. Guck mal. Ich will mal ganz kurz nachgucken, was das für welche sind. Einfach mal so, weil ich es kann. Ist ja auch egal, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, passt ja. Wir schaffen den Boss in dem Part eh nicht mehr, weil wir noch einiges zu tun haben. So. Okay. Das sind auf jeden Fall normale Fische jetzt drin. Und was bist du für einer? Wir gucken mal schnell. Nee, du bist... Okay, ist der jetzt einfach dahergeschwommen? Oder kann ich die anderen hier nicht kriegen? Aber hier sind keine anderen. Aber hier sind keine in der Nähe. Obwohl, ja, da kam jetzt aber auch einer her. Aber auch nicht wirklich. Ich will es einmal kurz testen. Wenn ich es wieder nicht schaffe, dann lasse ich es gut sein. Ich will es mal hier ganz an die Kante hin. Wo auch wirklich kein Knochenfisch eigentlich hinkommen kann. Wo wirklich nur, wenn dann die anderen Typen... Aber vielleicht ist es so, dass wenn die Knochenfische halt die Angel sehen, dass sie dann sofort herkommen. Und ich deswegen hier nur Knochenfische fangen kann. Ja, ist offenbar so. Na gut, okay. Dann lasse ich euch in Ruhe. Aber dich will ich noch schnell töten, mein Lieber. Bam. Dafür, dass du so gierig warst. Okay, passt aber. So, und jetzt haben wir sogar hier das Wasser in zwei Richtungen aktiviert. Deswegen wollte ich jetzt eigentlich hin. Ich glaube, wir kamen ja von hier, ne? Deswegen will ich dann, glaube ich, erstmal diesen Weg hier entlang gehen und den mal auch noch schnell erkunden, was wir da noch finden können. Es gibt ja auch noch einige Truhen halt eben, wie wir schon gesehen haben, die wir hier in diesem Raum oder in diesen Räumen hier noch finden können. Was war das eigentlich? Ich habe doch den Typen anvisiert. Ich wollte den Typen anvisieren, nach unten schießen. Ja, der kann sogar hochkommen. Aber Link hat gegen die Wand geschossen. Was sollte das jetzt wieder? Das war auch wieder so blöd gerade. Mann, ey. Diese Bombenfalle sind echt super cool, aber die sind auch sowas von riskant hier. Im Mega-Ultra-Hardcore-Helden-Modus. Und von hier kam ich doch. Ich habe jetzt doch die falsche Seite gewählt, verdammt nochmal. Aber ist nicht so schlimm, weil hier ist das Wasserrad jetzt eh aktiv und ich habe jetzt hier eine Abkürzung aktiviert wieder mal damit. Passt also sowieso alles. So, schnell noch durch. Okay. Das ist wieder mal so ein Typ übrigens. Bam. Und eine weitere Truhe ist hier, die ich... Na, komm mal her. Komm halt her. Die ich dann mal dann aktivieren will. So, der ist tot. Und wieder mal Schleimies. Aber die Schleimies, ich kann sie euch immer noch nicht zeigen. Kann ich die gar nicht treffen damit? Ach, guck mal. Das ist ja witzig. Oder liegt es daran, dass der im Wasser steht? Okay, das ist ja interessant. Warte mal, wie ist es mit normalen Pfeilen? Können normale Pfeile den treffen? Ja. Warum keine Bomben? Ja, vielleicht ist es wirklich so, weil der im Wasser gestanden ist. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich will ja wieder Bombenpfeile haben. So, und ich lasse euch in Ruhe, würde ich sagen. Ich will nur die Truhe haben. Und vielleicht ist hier wieder ein Stempel drin. Das kann sogar sein. Nee, auch nur Bomben. Okay. Aber ist gut. Denn mehr Bomben heißen mehr Bombenpfeile und Bombenpfeile sind episch. Aber jetzt will ich wieder kurz zurückgehen und dann... Jetzt muss ich kurz überlegen. Also es gab ja hier noch einige weitere... Ja, lass mich in Ruhe. Noch einige... Das war knapp. Noch einige weitere Truhen, die wir hier auf der östlichen Seite finden konnten. Genau, also noch zwei andere sogar hier auf der anderen Seite. Ja, ich habe mich auf jeden Fall für die falsche Seite entschieden. Ja, das war jetzt blöd von mir. Aber ich muss mal eigentlich am besten nochmal hier kurz hochgehen. Und nochmal kurz die andere Tür nehmen. Das war jetzt gerade ein bisschen doof von mir. Ich dachte, ich würde von der anderen Tür kommen. Ich will kurz dann die andere Tür nehmen, weil ich da leichter rüberkomme. Oder vielleicht sogar nur so rüberkomme, keine Ahnung. Denn dort dürfen wir jetzt dann gleich noch weitere Truhen eben finden können. Und zum Beispiel den Master Key haben wir ja auch noch gar nicht. Der muss ja auch noch hier irgendwo sein.
Aber den könnten wir sogar vielleicht noch in dem Part bekommen, weil ich meine, so viel fehlt natürlich jetzt nicht mehr, aber halt schon noch ein bisschen was, dass wir es auf jeden Fall nicht mehr in diesem Part komplett schaffen, mit dem Boss natürlich auch noch. Ich will übrigens wieder die Eisenstiefel mal schnell haben. Warte kurz, nicht die Angel. Genau, okay. Ist so sinnvoller, würde ich mal sagen. So. Die Quallen übrigens, kann man eigentlich die Quallen überhaupt irgendwie besiegen? Also kann man bestimmt, aber ist mir gerade, mit dem Greifhaken vielleicht. Zieh ich mir jetzt an die heran? Ich bin jetzt nicht ganz sicher. Ich will mal kurz warten, bis die nochmal ihren Elektroschock abgeben hat und dann will ich nochmal das probieren. Oder macht die jetzt nicht mehr? Doch, gleich macht sie wieder, glaube ich, oder? Hallo? Ich ziehe mich jetzt nochmal heran. Ah, nee, ich kann... was ist das denn? Okay, also man kann sie nicht heranziehen, man kann ihr Inneres herausziehen oder sowas, keine Ahnung. Das war ja jetzt eklig. Und die Muschel kann ich mit dem Greifhaken dazu bringen, dass ihr Maul offen bleibt und dann kann ich reinschlagen und dann auch die Muschel töten damit. Okay. Und was ist... Das ist ja mega eklig. Ach so. Okay. Wieder was gelernt. Ich darf es nicht machen, wenn es elektrisch geladen ist. Toll, jetzt habe ich durch so viel Blödsinn schon wieder nur noch 2 Herzen. Das ist unfassbar. Aber wie gesagt, wir haben 3 Feen, also passt alles. So, was finden wir hier in der Truhe? Yay, 20 Rubine. Okay, also es fehlt noch ein Herzteil und noch ein Stempel und noch der Master Key. Also schon noch einiges auf jeden Fall, was wir hier noch finden können. So, warte mal, hier geht... Aber hier geht's... Genau, hier geht's weiter, richtig. Mit diesem Wasserrad ist nämlich auch aktiv. Das ist ein anderes Wasserrad als das gerade eben. Auch hier kann ich jetzt erstmal weitergehen. Und kommen wir damit dann gleich wieder hoffentlich zu neuen Räumen und sowas. Da ist noch eine Truhe. Wie komme ich denn da hin? Gott, ey. Okay, ich sehe, wie ich da hinkomme. Ich muss dann hier gleich eine andere Tür finden, durch die ich durchgehen muss. Und das ist auch wieder... Das dreht sich auch wieder, genau. Ja. Aber das ist so kompliziert alles. Das ist echt heftig. Es sind wieder weitere... Da ist ein extra Alpha, sind nicht sogar 2? Genau. Ich kann ihn schon wieder von der Ferne aus angreifen. Bam. Und töten. Aber gegen den anderen werde ich mal normal kämpfen jetzt. So, ich will es auch nicht ganz lame machen. So, Hallöchen. Am besten wieder Schildattacke, wie gesagt. Dann umwerfen. Und dann ein... Ja, ich traue mich jetzt nicht, da einen Fangschuss machen, weil ansonsten vielleicht nach unten fallen würde. Ich mache es einfach so. Bam. Und tot. Nee, oder ist er gestorben? Also, eigentlich ist er nicht gestorben, weil ansonsten hätte links sein Schwert cool zurückgesteckt. Ach, keine Ahnung, was weiß ich. So, ich will erstmal durch diese Tür da durchgehen, auf jeden Fall. Wenn ich nämlich da jetzt dann gleich zu der anderen Truhe hinkommen dürfte, glaube ich jetzt mal. Müsste eigentlich passen, ne? Wenn ich jetzt nach links gehe, dann dürfte die direkt vor mir stehen. Genau, so ist es. So, herkommen. Und da finden wir... Yay, weitere 20 Rubine. Sehr schön, jetzt haben wir das Maximum erreicht. Okay, also 1000 haben wir jetzt, aber ist okay. Und aber wieder ein Schleim übrigens. Kann ich auch wieder eine Abkürzung eigentlich machen? Kann ich, ja. Tatsächlich mache ich schnell. Sehr schön, Abkürzungen sind immer gut. So. Yay. Okay. Jetzt soll ich eigentlich, glaube ich, auch wieder zurück zum Hauptraum gehen. Und dann vom Hauptraum aus eben wieder hier nach Osten gehen, aber diesmal eben eine Etage tiefer, sodass ich jetzt, weil eben das Wasser wieder fließt, wieder davon Gebrauch machen kann, dass sich diese Dinger hier drehen und dann eben da unten rum kann ich wieder mit den Plattformen da so entlang jumpen und dann neue Orte kommen. Ich will es aber mal abkürzen. Man kann nämlich auch hier irgendwo an manchen Orten nach unten springen und dadurch sich dann eben einiges abkürzen und dadurch dann zu neuen Orten kommen. Jetzt muss ich nur kurz, es ist ein bisschen riskant. Vor allem wegen Fallschaden und so. Ein bisschen sehr riskant vielleicht. Aber ich kann mich doch bestimmt irgendwo... Ja, das wollte ich nicht. Schnell, link dir nach oben. Geh nach oben. Ich würde da ansonsten zerquetscht werden, oder? Sogar so ein bisschen. Keine Ahnung. Aber ich kann mich doch irgendwo bestimmt festhalten. Und so nach unten kommen hier. Ja, da unten zum Beispiel. Da könnte ich, glaube ich, hin. Ich glaube, es würde gehen. Wartet mal. Nein, ich... Ja, doch, es wäre gerade gegangen. Nein. Ich war ein bisschen zu weit weg. Aber es würde theoretisch gehen. Wartet mal. Ich muss das Gamepad auch gerade sehr verkrampft halten. Nein, nicht ganz gereicht. Schade. Och Mann, ey. Auf jeden Fall, das geht aber theoretisch. Aber ich meine, aber hier kann ich zum Beispiel einfach nach unten springen. Zu dieser Plattform da, oder? Warte mal. Kamera, mach mal ein bisschen... Da müsste ich nach unten kommen. Das ist jetzt ein bisschen sehr riskant, was ich hier tue. Aber ist mir egal, weil ich will Zeit sparen. Geronimo! Schade. Hat eigentlich geklappt, aber ich bin nochmal runtergerollt. Och Mann. Habe ich jetzt nicht viel verbraucht eigentlich? Ja, habe ich. Yay, nice. Okay, dann werde ich jetzt doch das auf die reguläre Art und Weise machen. Och man, da wollte ich einmal ein bisschen tricksen und dann klappt das nicht. Das ist ja fies. Aber jetzt habe ich natürlich wieder volle Herzen. Jetzt kann ich mal wieder ein bisschen probieren eigentlich. Ich will es jetzt so hinkriegen, weil das ist eigentlich cooler. Wie kann ich denn verhindern, dass Link danach rollt? Vielleicht, wenn ich die Eisenstiefel in der Luft anziehe. Das ist aber natürlich sehr tricky, was ich jetzt hier unternehme. Aber ich will es ausprobieren. So, zack.
Sehr schön. Cool, wir sind hier unten und haben ein bisschen abgekürzt, auch wenn ich jetzt gestorben bin, deswegen hat es jetzt doch länger gedauert, aber ich habe abgekürzt trotzdem. Und das war es mir wert. So, denn da sie jetzt die Dinger hier drehen, kann ich jetzt eben auch hier... Lass mich in Ruhe, du Scheißviech. Kann ich jetzt eben auch hier an dem zweiten Ding, zum Beispiel mich an diesen Dingern hier festhalten auch. Mit dem Greifhaken halt. So. Dann kann man mit denen hier mitfahren. Also eigentlich sollte ich jetzt eben zurück zum Hauptraum, dann durch diese Tür hier wieder hinkommen und dann hier mit diesen Plattformen hier so entlang gehen. Und damit ist dann hier gleich nach drüben. Ich kann auch bei diesen ganzen Krügen hier landen und da noch bestimmt irgendwas Cooles finden. Aber wir sollen eigentlich halt hier rüber. Und dann ist gleich auf der Seite halt noch ein paar neue Sachen erkunden und dann ein paar neue Sachen anstellen. Und Link trifft halt, danke. Und hier ein paar neue Sachen anstellen. Ich kann mal kurz nachgucken, was in den Krügen da drin ist. Bam. 2 Zehner sogar. Okay, ich kann eine Rubine mir herholen, oder? Kann ich, genau. Ich kann zumindest mal einen mir holen. Der andere ist runtergefallen. Aber ich meine, ich habe ja eh schon volle Rubine, deswegen hätte uns eh nichts gebracht. Okay. Also haben wir jetzt auch ein bisschen abkürzen können, indem ich jetzt da nach unten gesprungen bin. Das soll man eigentlich nicht so machen, aber es hat geklappt. Mit den Eisenstiefeln da noch, weil ich dadurch eben da nicht abgerollt bin. Auch sehr interessant. So. Jetzt haben wir hier noch so ein... Ah, genau. Der Raum war übrigens auch ganz, ganz eklig. Ich will übrigens mal wieder kurz, hier Wasserbomben haben, genau. Der Raum war auch sehr eklig, weil hier, der war auch so ein bisschen irgendwie, ja, also eigentlich nicht wirklich labyrinthartig aufgebaut, aber ich habe mich ja trotzdem, ja, ich brauche die Eisenstiefel auch, fällt mir gerade auf, ich mache mal dann hier sowas, weil Bombenpfeile brauche ich gerade nicht. Auf jeden Fall, ich habe mich hier immer nicht so wirklich gut zurechtgefunden, bei diesem, was jetzt kurz kommt. Ich muss hier irgendwo jetzt dann gleich irgendwelche Felsen wegspringen oder so, nein, ja, komm ey, was soll ich jetzt da dagegen machen, du Scheißviech, ernsthaft. Na, Eisenstiefel, Link, Eisenstiefel und draufhauen. Bam. Ach man, ey. Ich nehme jetzt so viel unnötigen Schaden. Ich meine, das gerade eben war natürlich auch Blödsinn, dass ich es gemacht habe, aber... Also eigentlich kann ich es mir nicht erlauben, so viel Blödsinn zu machen, weil wir halt im Mega-Ultra-Hardcore-Helden-Modus spielen, aber es lief ja bisher ganz gut. Und deswegen habe ich das jetzt dann doch mal gerade eben halt gemacht, um ein bisschen Zeit zu sparen, auch wenn es nicht wirklich Zeit gespart hat. Wie gesagt, aber ich wollte es trotzdem auch, euch auch mal zeigen, dass man da ein bisschen abkürzen kann. So. Ich muss hier irgendwo gleich dann eben einen Felsen, glaube ich, wegspringen. Wo bin ich denn jetzt hier eigentlich? Das ist so eine kleine Sackgasse hier. Mit weiteren, okay, also man kann hier so viele Rubine in irgendwelchen Krügen finden, aber dafür findet man auch keine Rubine oder fast keine Rubine in Truhen. Auf jeden Fall nicht so viele wie in der Koronenmine zum Beispiel. Ich meine, die Karte, ich kann natürlich auch auf die Karte ein bisschen mehr gucken, wo überall blau ist. Aber hier irgendwo müsste jetzt gleich mal einen Felsen wegsprengen können, aber ich finde den Ort dafür nicht. Das sah jetzt auch übrigens mal cool. Also übrigens die Wirbelattacke sieht unter Wasser auch cool aus, weil da eben solche Schockwellen dann liegen noch nach draußen hat. Das sieht auch ganz witzig aus, finde ich. Ist da oben ein Felsen bei dieser Brücke da, den ich wegbomben kann? Ich muss irgendwie hier auf die andere Seite kommen. Ne, da ist auch einfach ein... Hä? Ja, seht ihr schon, geht's los. Ich bin hier schon verwirrt. Und weiß nicht, wo ich hin muss. Oder warte mal, eigentlich müsste hier oben irgendwo einer sein. Okay, hier kann ich einfach durch. Da muss ich gar nichts wegbomben. Okay. Und da, okay, da unten war ich gerade eben und jetzt kann ich hier nach oben. Die war ich mal aus. Und nee, jetzt bin ich ja wieder in der Sackgasse. Hä? Mann, ich hasse diesen Raum hier. Ich habe mich hier noch nie zurechtgefunden. Kann ich jetzt, wenn ich hier oben bin, an irgendeinen neuen Ort hin oder bin ich jetzt wieder am Anfang? Nee, bin ich nicht. Ich bin woanders. Glaube ich. Oder? Bin ich woanders? Warte mal, hier. Ja, doch, genau. Ich bin woanders. Genau. Ich kann jetzt nämlich dann hier oben gleich da bei der Qualle weiterschwimmen. Da so oben rum. Und da komme ich dann wieder zu neuen Orten oder sowas. Hier ist auch nur eine Sackgasse mit Krügen. Oh, ich hasse diesen Raum so sehr. Ich habe mich hier noch nie zurechtgefunden, wie gesagt. Ich habe mich da immer verlaufen schon. Ich muss, irgendwo hier muss ich einen verdammten Felsen wegbomben, das weiß ich. Ich weiß, ich finde ihn nur nicht. Ich weiß nur nicht wo. Aber irgendwo hier muss ich einen Felsen wegbomben und dann komme ich mit dem... Ah, hier, jetzt habe ich es gefunden, Mann ey. Und dann komme ich damit auf die andere Seite. Ach, so ein Quatsch. So, dich bomben wir weg. So, kurz weggehen. Was ist das, ein Gegner? Oh, was zum... Achso, okay. Das ist interessant. Da kommt ein Bombenfisch raus. Okay, das ist ja interessant. Ja, und der greift mich einfach... Ja, der greift mich einfach an, während eine Cutscene ist. Das ist natürlich fair. Was ist, wenn ich gegen den schlage? Ist es schlecht, wenn ich gegen den schlage? Ich glaube, ich sollte mit dem Greifhaken wahrscheinlich... Okay, so kann ich mir nehmen und dann eben werfen. Okay. Also man kann ja eben auch durch, wenn man halt keine Bomben... keine Wasserbomben gerade mehr haben sollte. Okay. Ich glaube, draufschlagen wäre wahrscheinlich nicht so gut. Weil dann vielleicht explodieren würde sofort. Keine Ahnung. So. Da unten ist noch ein weiterer Felsen. Den kann ich mir auch mal kurz vorknöpfen. Oder ist der jetzt eine Abkürzung? Ja, eigentlich nicht, oder? Keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe hier noch nie irgendwas verstanden bei diesem Raum. Der ist viel zu kompliziert für mich. Also ist er zwar eigentlich nicht, aber ich verlaufe mich hier trotzdem immer. So, was habe ich jetzt hier mit erschaffen? Ich kann jetzt hier... Nein, lass... Oh mein Gott. Ich kann jetzt hier auch nach oben schwimmen. Da unten ist nichts mehr, oder? Nein. Ich glaube, ich soll hier auch wirklich nach oben schwimmen. Und dann von da oben aus irgendwie an neue Orte kommen. Ja.
in eine Tür rein. Aber da unten, aber es gab da auch einen anderen Weg, den ich noch hätte gehen können. Aber ich gehe jetzt erstmal hier in die Tür rein, wenn ich schon hier bin, weil da ist ein Einzelraum offenbar, wo ich jetzt hier bin. Ja. Okay, ich brauche wieder Bombenpfeile. Ja, nee, ich mach schnell mit drei Parken. Das wäre zu blöd, weil das Problem ist, dass man halt die Bombenpfeile nicht wirklich selber im Item-Inventar ablegen kann. Also ich muss mir, also wenn ich die einmal wegnehme von Y und X oder R, muss ich mir wieder neu erschaffen, indem ich halt wieder zuerst Pfeile ausrüste und dann die Bomben drauf packe und so. Deswegen ist es ein bisschen nervig. Da vielleicht brauchst du eine Philippine, hey, ist ja heftig. Wenn wir doch nur mehr tragen könnten. Naja. Habe ich jetzt eigentlich wieder. Ah nee, okay, ich habe mir schon gedacht, dass ich wieder einen Fehler gemacht habe. Ich will auf jeden Fall dich aktivieren. So. Ah, genau. Ich glaube, jetzt kommen wir nämlich schon zum Master Key. Denn wenn ich hier nach unten. Genau, da ist er auch schon. Sehr schön. Yay. Hallöchen, Master Key. Gut. Dann sind wir auch schon fast irgendwie fertig mit dem Dungeon. Yay, du hältst den großen Schlüssel, eröffnet dir den Weg zum Boss dieses Dungeons. Sehr gut. Sind in dem Wasser eigentlich noch böse Fischchen? Ja, sind sie. Das ist natürlich schlecht. Aber hier ist auch kein. Aber man muss jetzt noch die letzten Truhen. Ich will noch kurz gucken. Also hier können wir keine mehr finden. Warte, ich zoome nochmal raus. Da ist noch eine. Also da ist auf der rechten Seite noch eine. Dann ist da auf der linken Seite noch eine. Und dann ist da nochmal auf der linken Seite eben eine, die da ganz oben ist. Ja, okay. Dann holen wir jetzt erstmal noch die Truhe, die hier ist. Ich will, glaube ich, einfach wieder abhauen, weil in den ganzen Krügen sind wahrscheinlich wieder Rubine drin, aber die brauche ich nicht und will ich nicht, deswegen ich hau einfach wieder ab. Und gehe ja schnell durch. Ich will jetzt noch schnell die andere Truhe hier finden, in diesem Raum. Und ich würde sagen, dass ich dann bis zum nächsten Part einfach offscreen wieder auf die linke Seite laufe, da ganz nach oben, zu der einen Truhe, indem ich halt wieder diese Rutsche da nach oben. Obwohl, das will ich aber euch aber eigentlich zeigen. Aber also ich werde mich am besten wieder einfach in den Raum. Ich seid so im Weg. Ich habe jetzt keinen Bock, euch zu töten. In den Raum reinstellen, wo eben die Rutsche ist auf der westlichen Seite. Und dann werden wir da noch zur Truhe hochgehen. Und die andere holen wir uns dann eben auch noch bis zum nächsten Mal. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Obwohl, eigentlich will ich es aber euch schon zeigen. Weil ich meine, ich muss ja das Wasser auch wieder. Ah, hier ist die letzte Truhe. Hier. Ich muss ja das Wasser auch noch wieder. Ja, mit dem Wasser halt mitgehen ein bisschen. Ja, dann werde ich es doch gemeinsam mit euch machen. Dann werde ich doch nichts rausschneiden. Oder halt offscreen machen. Passt schon. So. Jetzt muss ich erstmal wieder zurück zum Anfang. Und wie mache ich das jetzt? Indem ich hier durchschwimme, glaube ich. Ja, genau, indem ich hier durchschwimme, einfach. Und dann muss ich. Oder bin ich jetzt schon wieder. Ja, ich bin jetzt schon wieder beim Anfang quasi, ne? Aber ich kann jetzt hier nach oben. Und kann jetzt dann gleich wieder zurück auf die linke Seite und dann diesen blöden, labyrinthartigen Raum hier wieder verlassen. Also der ist eigentlich nicht schwierig. Aber ich habe irgendwie den Aufbau von dem noch nie gecheckt. Und ich habe ja auch gerade eben ewig suchen müssen, leider. Bis ich mal diesen verdammten Felsen gefunden habe, den ich da wegsprengen kann. Aber passt jetzt auf jeden Fall alles. Gut, so, geh wieder nach oben, Link. Ja, du darfst dich gerne festhalten dran. Dankeschön. So. Ich gehe noch kurz zurück in den Hauptraum und dann von da aus werden wir dann beim nächsten Mal eben noch weitermachen und noch die letzten paar Truhen uns holen. Also an sich haben wir jetzt eigentlich schon so ziemlich jeden Raum hier in dem Dungeon gesehen, aber es fehlen halt eben noch ein paar Truhen, die ich natürlich auch nicht missen will. Und deswegen gibt es halt beim nächsten Mal dann am Anfang des Parts noch ein bisschen Truhen, das war knapp, noch ein bisschen Truhengedöns und dann kommt aber beim nächsten Mal auch schon der Boss. Das schaffen wir definitiv und wir schaffen dann auch noch weitere Sachen, weil wir werden dann den Boss dann nach den ersten 10 Minuten, also bei den ersten 5 Minuten oder sowas, vom nächsten Part brauchen wir noch für die Truhen, dann die nächsten 5 Minuten oder so für den Boss und dann haben wir noch weitere 20 Minuten ungefähr für noch weitere Sachen, die wir dann eben hier noch erledigen können. Also beim nächsten Mal kommt dann der Boss und auch noch danach, nach dem Dungeon, noch einiges an weiterem Stuff. Ah genau, ich will übrigens, ich dachte, ich könnte mich hier direkt ablassen, aber ich muss erst hier kurz irgendwo landen und dann mich gleich darüber ziehen. Okay, ich kann mich ja schon mal verabschieden von euch. Ich würde nämlich sagen, Leute, das war's für diesen Part von Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess HD im Mega-Ultra-Hardcore-Helden-Modus. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr auch noch gerne einen Daumen hoch geben oder auch einen Kommentar schreiben. Und wenn es euch ganz gut gefallen hat, könnt ihr auch noch gerne meinen Kanal abonnieren. Und dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn wir dann den C-Schrein abschließen werden mit den letzten paar Truhen. Also uns fehlen ja noch zwei Truhen. Und in diesen beiden Truhen müsste eigentlich noch ein Stempel zu finden sein und ein Herzteil. Also das Herzteil finden wir auf jeden Fall noch, das weiß ich auch definitiv. Dass bei dieser Spirale da bei der Rutsche, dass da ganz oben ein Herzteil ist, das weiß ich. Also ziemlich sicher zumindest. Und in der anderen Truhe ist dann wahrscheinlich noch einfach ein Stempel. Gucken wir mal. So, und hier können wir jetzt noch sehen, dass wir jetzt eben nochmal das Wasser hier reingelassen haben. Und damit ist der Wasserstand hoch genug, ist, dass wir jetzt zu dieser einen Tür kommen und da ist schon der Boss. Und wir haben den Master Key auch schon, deswegen wir könnten jetzt schon zum Boss gehen, ohne diese anderen beiden Truhen mitzunehmen. Aber nee, nee, ich will natürlich alle Truhen haben, deswegen werden wir es dann eben beim nächsten Mal am Anfang des Parts noch holen. Okay. Puh, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.